Ja, meine Lieben, hallihallo, grüß Gott, schön und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Teil 4 auf der PlayStation 5 bei dem klassischen Remake. Extrem geil, einfach nur brutalst. Und wir haben das letzte Mal wieder einiges gemacht, haben uns da über die Burgmauern gekämpft, haben einen Troll gelegt und haben wieder fleißig Schätze abgesandt. Bis auf diese verschlossene Schublade mal wieder. Jetzt haben wir wieder zwei kleine Schlüssel, die wir mittlerweile brauchen. Aber ja, schauen wir mal. Wir müssen jetzt über den Burghof jetzt mal weiterkommen. Und jetzt überlege ich gerade, da geht's raus, glaube ich. Geht's da weiter, glaube ich. Und warte, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Da war eh nichts mehr. Nichts Wichtiges. Wenn nicht, dass ich wieder einen Schlüssel wo übersehe, einen kleinen. Und ich sehe gerade, ich muss ganz kurz meinen Akku, also besser gesagt, den Controller anstecken. Moment, ganz kurz bitte. Wieder. So, bin ich wieder da, sorry kurz. Ich muss nur hier, weil der, ja, besser. Gut, dann machen wir das so kurz, dass es wieder ein bisschen lädt. Ich weiß nicht, entweder werden die Controller irgendwann einmal kaputt, die Akkus, die halten dann nicht mehr so lange irgendwie, kommt man vor. Das ist alles ein bisschen komisch. Das war schon anders. Die Akkuzeit wird irgendwann einmal kürzer. So, okay. Jetzt soll es wieder passen. Ich schaue noch kurz, das LED passt. Alles klar. Gut, dann schmeißen wir uns da raus. Weil da habe ich schon geschaut. Da war eh nichts. Und da war ein gelbes Kreidel. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Da konnte er mich auch speichern. Habe ich zwei erst, aber ist ja wurscht. Ist ja nicht viel Arbeit. Leideln ist ja nicht viel Arbeit. So, dann geht es hier weiter. Und jetzt sind wir in diesem Burghof. Und da ist irgendwo ein weiterer Kastellan versteckt. Und das ist jetzt extrem dämlich, denn wir müssen jetzt drei von diesen Banner hissen. Also hissen müssen wir es nicht. Die werden jetzt umgeklappt. Ihr werdet es gesehen, wie ich meine. Nämlich hier, ausgeklappt, ja. Und der erste fällt. Und das müssen wir bei zwei anderen auch machen, aber... Du hast die Flagge gehisst. Oh, war ein bisschen Wahnsinn, gell? Was ich kann. Aber das war die einfachste. Die anderen zwei werden ein bisschen schwieriger. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Da oben hinten im Eck. Da werde ich als erstes einmal hinschauen. Denn da ist, glaube ich, ein Kastellan versteckt. War das so? Ja, Hund natürlich auch wieder. Das ist das Nächste. Die blöden Hundsviecher. Die sind auch wieder da. Und die überleben einen Atomkrieg auch. Die blöden Viecher. Wirklich. Also da ballerst du voll. Ach Gott, nein. Sorry. War nur ein Kratzer. Ist nur ein Kratzer. Nein, alles gut. Aber die halt eh was aus. Pfiat mich gerade gemessen. Der Hund hat es nicht gepackt. So, sind wir da jetzt richtig? Ich glaube. Genau, oder? Ja, da ist der erste Hilfespray. Und da muss irgendwo der Kastellan auch sein. Moment, ist der da gestanden? Ich schaue nur. Moment kurz. Da unten. Man sieht schlecht. Da, wo ich jetzt hinzeige. Man sieht die Füße. Ja, da wo ich jetzt genau mit dem Fadenkreuz drauf bin. Ja, da ist der Kastellan. Ja, seht ihr? Also unterm Fadenkreuz ist der Sockel mit den Füßen, mit den Beinen. Ja? Da. Also ziemlich gut versteckt hier, bitte abschießen. Ja? Also hier heroben im Eck, im Burghof, quasi die nordwestliche Ecke. Ja? Ist eigentlich eh nicht so kompliziert. Da haben wir dann später einen Schatz, den werden wir sich holen. So, und dann haben wir das einmal, sonst ist da herüben eh, glaube ich, nichts. Dann gehen wir da in eine Kiste, wie gesagt, ja, die braucht nicht. Dann brauchen wir jetzt Kiste holen.
Aber es ist so automatisch. Ich bin, wie gesagt, also eine Lud-Hure. Ja, es ist also eine Lud-geile Sau. Wirklich. Das ist in mir. Und wenn ich irgendwo Lud sehe, da kann ich nicht anders. Wow. Okay. Schreckt's mich nicht gar so. Ja, das ist natürlich jetzt fast sinnvoller, wenn ich da mit der Pistole arbeite. Und das ist nämlich auch, wenn die handlungsunfähig ist, reicht eine weitere Berührung, ein Schlag oder irgendwas, und dann ist sie tot. Ja? Und darum ist es immer gut, wenn man sie gleich wieder... Ist da sonst eigentlich da eh nichts? Ja, hinter mir, okay. Da muss ich auch mal da umschremsen. Ach Gott, schon wieder. Also ich hasse die Viecher, ich hasse so viel. Aber wie gesagt, das ist besser. Besser, wenn ich da kurz mit der Pistole agiere. Da ist der Nächste. Ach Gott, der hat wieder überlebt. Der hat wieder überlebt. So. Warte, halt ein bisschen Abstand. Vielleicht so geht's auch. So könnte man theoretisch auch. Und hier haben wir den nächsten Schatz, genau, hier ist er. Nämlich in der, der ist jetzt da in der, ist er nicht ganz in der Ecke, aber eher in der nordöstlichen Ecke. Ja, sagen wir mal, in die Richtung. Und wir bekommen ein elegantes Schachbrett. Auch nicht schlecht. So, ich muss mir das da besser so platzieren, so. Ist das besser? Gut, dann nehmen wir das. Schon wieder Hunde. Wuffi. Hallo. Der Hund jetzt ist der. Hey, der Hund ein Wallrider? Ist ein Wallrider. Servus, Christe. So, da haben wir die nächste. Gut versteckt. Nächste Leiter. Ja, muss nur kurz überlegen. Ja, genau, die ist da. Und dann haben wir schon mal Nummer 2. Genau, und die dritte, die war sie, glaube ich. Da mache ich das gern so, diesen Rundgang. Da tue ich mir irgendwie leichter. Das haben wir so ein bisschen einstudiert, den Weg. Weil das ist das blöde Labyrinth. Genau, weil sonst würden wir hier stehen von dieser Seite, kommen wir nicht rein, und jetzt haben wir gleich das Deal geöffnet auch. Und jetzt, wenn wir so gehen. Ah, da ist der nächste Hund. Ach, das schaut er das an. Und die sind so schnell da. Die sind so schnell da. Man, sie halten nicht viel aus, aber. Aber so dämlich. Und den Weg habe ich mir zum dritten, habe ich mir einstudiert. Nämlich, wenn wir hier gehen, da ist der nächste Hund. Ach Gott, die sind so schnell da. Ach Gott, jetzt die Gäusche. Schau, und dann haut er wieder an, ne? Ich wollte euch ja da nur zeigen, wenn wir vom Hauptbereich kommen, jetzt, da sind wir gekommen. Und den haben wir als erstes gemacht. Dann haben wir da den drüberen Bereich gemacht und dort hinten in der Ecke, wo ich jetzt hinschaue, da war der zweite. Und der dritte, der ist jetzt ganz einfach für mich. Obwohl es am kompliziertesten ist. Ist am einfachsten. Ja. Nämlich hier ums Eck. Dann so, dann da oben. Und dann da einer. Und dann so. Und da sind dann gleich die nächsten Köter. Jetzt sind keine Hunde, es sind Köter. Oder ein Möter. Vielleicht sind es Möter. Halb Mensch, halb Köter. Kennst du das? Aus Spaceballs. Mein Name ist Möter. Halb Mensch, halb Köter. So dämlich, ne? So, wo ist der blöde Hund hin? Wo ist der blöde Hund hin? Gut, jedenfalls, wir müssen jetzt unsere Ashley holen. Und die muss, warte, den Hund nicht. Den Hund, mit der daneben gekupft ist wieder. Bleibst du mal ruhig. Schau, das blöde Hundsviech. Also, das ist ja arg. Das, und darum mag ich den Hund nicht. Ich hasse sie so sehr. Und dann haut er wieder an da, ne? So. Du bitte da mal. Hilf mir kurz. Okay. Denn jetzt müssen wir für den dritten Banner, müssen wir zu zweit arbeiten. Im Teamwork. Und jetzt kann ich da rein. Jetzt ist das Deal da offen, was vorher nicht war. Vorsichtig. Ja, pass auf. Da bitte nicht runterspringen, sonst müsst ihr den ganzen Weg wieder gehen. Und hier haben wir Nummer 3. Und jetzt wird sie gleich. Jetzt müssen wir schnell sein. Und jetzt geht den Weg gleich wieder. Wie ich es gesagt habe, wie ich noch einstudiert habe. Denn sie wird gleich
von so Bösewichten entführt. Setz. Und jetzt muss ich weggeschnüsse. Und jetzt ist es auch vielleicht sinnvoll. Hallo? Wo? Die Kamera immer. Dann dreht es mich komplett um, dann weiß ich immer, wo ich bin. Jetzt halt bitte, Gorsch, jetzt halt bitte wieder. Das hält alles auf, das hält auf. So, jetzt muss ich schnell sein. Also, ist eh noch, es ist eh noch. Jetzt wird's erst. So viel Zeit haben wir. Der blöde Hund auch noch. Ja, der eine ist noch unterwegs. Leon! Ah! Hilfe! Jep, du blöder Hund, du! Ja, das ist nicht gut. Es kann jetzt sein, dass mir. Ja. Ja, ja, jetzt haut er auch mit dir. Schaut, das ist ganz dämlich. Geht's ja nicht mehr aus. Oder? Geht's das hier noch aus? Ah, ich glaube nicht. Ach, Gott sei Dank, es ist hier noch ausgegangen. Der blöde Hund auch noch, ne? Schaut, was da los ist. Ich muss mich heilen. Leute, ich muss mich das erste Mal heilen. Ach Gott, also das ist brutalst jetzt, ne? Brutalst gefährlich. So, aber ein paar habe ich mitgenommen. Boah, das ist ja Gemetzel da. So, aber wir haben es gleich. Und da ist noch einer. Boah, das blöde Hundsficht da noch. So, aber jetzt haben wir es. Und das war jetzt gar nicht so ohne. Leute, aber wir haben es. Auf Umwegen, aber wir haben es. Alter, nur einer. Wisst ihr jetzt, warum ich Hunde nicht mag in dem Spiel? Und nicht nur in dem Spiel. Das ist sogar die sind mutiert, ne? So, aber jetzt haben wir es, oder? Boah. So, ist jetzt eine Ruhe. Okay, wir haben alle drei Banner da mehr oder weniger. Ja, und jetzt können wir hier weiter. Boah. Okay, wir haben Schätze, haben wir alles erledigt. Ich muss nur kurz schauen. Moment, da, das ist dann eh der nächste, eh erst. Der nächste Kastellan ist dann schon der 10. Da haben wir noch ein Stückerl hin. Gut. Dann geht's mal da rein. Und wir sind in einem wunderschönen Bereich. Geht's? Nämlich der großen Halle. Und hier ist extrem geil. Ja. Gefällt mir sehr gut. Mitunter vielleicht einer der schönsten Bereiche im kompletten Spiel. Ja. Alles okay. So, was haben wir da? Ja, lauter Klump. Und da lauter Klump. Hier können wir auch wieder so eine Mission machen. Mit so komischen Dingern. Ich hoffe, dass wir die wieder alle finden. Ich meine, wir werden es finden, weil das sagt es mir dann eh auch, sobald ich die. Der Ballsaal kann nicht weit sein. Ja. Was hier jetzt wichtig ist, ich mache einmal das, was ich weiß. Da ist einmal ein Schatz, direkt vor meiner Nase. Die hält nämlich hier diese Statue. Kann man auch schnell mal übersehen, hat dieselbe Farbe. Ja? Glaubst du nicht. Und wieder, ich schaue jetzt in die Netzkastel rein, in der Hoffnung, dass irgendwo ein kleiner Schlüssel ist. Ja, da gehen wir kleine. Ich erkläre euch also mal. Ich sage euch also mal, was wir da überhaupt machen müssen, was die Hauptaufgabe hier ist, in dieser Halle. Und Umgebung. Wir haben hier eine Chimäre, ja, also die, was Chimäre nicht kennen, das kommt aus der griechischen Mythologie. Das ist, wie gesagt, der Schwanz ist eine Schlange, der Kopf vorne ist einmal der Löwe und die Beine und so sind von einer Ziege oder so in die Richtung. Ne? Und da ist es halt ein bisschen anders, sollte aber auch eine Chimäre darstellen. Wir müssen jetzt diese drei Köpfe finden. Ja? Einen Schlangenkopf, einen Löwenkopf und einen, ja, so ein Schafsteinbock, Gamskopf. Ja, was auch immer. Ne? Schaut relativ. Relief an der Wand. Ja, und er sagt halt nur Relief. Nicht? Und ich habe euch das also ein bisschen genauer erklärt. Da haben wir die nächste Aufgabe. Belzige Bücherwürmer. Also da messen wir jetzt drei Ratten töten. Im Bereich große Halle und Bibliothek. Das werden wir schaffen. Wird uns dann alles begegnen tun. Oben
Warte, da weiß ich gleich, da ist ein nächster Ding gleich. Der ist auch gut versteckt in dem Kronleuchter drinnen. Also ein blauer. Den muss ich. Seht's noch? Da. Wo jetzt mit dem Faden kurz drauf zeigt. Gut versteckt, gell? Wahnsinn. 2 von 6, gell? So, was ist da drin gewesen? Ich schaue nur. Da komme ich in die Ja, das will aber eh, dann mache ich das gleich einmal. Dann mache ich das gleich einmal. Das ist mir das Unsympathischste von alle drei. Das ist mir das Unsympathischste von alle drei. Und hier vorne ist eh gleich einmal der Ziegenkopf. Oder Zieher, Ziege ist ja nicht ein Schafbock oder ein Gaums oder ja, was weiß ich. Oder ein Wider könnte es sein. Da kommen wir noch nicht durch. Von da kommen wir dann wieder zurück. Keine Chance. Ja, ich hab's ja gewusst. Ich hab's gewusst. Mann, wir haben schon über 2 Millionen Besetters. Und jetzt werde ich gleich umschalten. Und auch hier ist es sinnvoll, wenn man schnell ist und diesen Beschwörer gleich tötet. Denn der lässt jetzt gleich. Der ist jetzt fies und lässt uns da nicht umgehen. Und lässt das da jetzt oben. Und wir werden den gleich da killen, habt ihr gesehen? Und jetzt haben wir gleich mal Ruhe. Also Ruhe, mehr Ruhe. So, sie versteckt sie eh. Ja, und die wollen sie jetzt natürlich entführen, ne, die Freaks. Schaut, aber das bringt einem nichts. Weil immer die greien immer zu ihr zu, das ist ein Wahnsinn. Die geben keine Ruhe. Die geben einfach keine Ruhe. Weil die wird wirklich kurz mit der Pistole. Ich glaube, das ist fast sinnvoller da. Warte, aber ich schätze da noch meine. Okay. Dass man sieht, dass es anders auch kann. Okay, jetzt wird's brutal. Jetzt wird's brutal. Ich hoffe, sie lebt noch. Na bitte, ein bisschen schneller. Der zählt immer daneben, immer daneben. Du bist so dämlich einfach nur. Hallo? Schau, ist vielleicht aus einem halben Meter. Wirklich. Ach Gott, nein. Ich stelle mich oft da wie der erste Mensch. Oder sagen wir mal der zweite. Nein, danke. So. Gut, das war das einmal. Und dann haben wir da nichts mehr. Die anderen sind dann, glaube ich, woanders. Aber schaut, wie schön das da ist, gell? Wirklich, wunderbarst. Granaten. Rohstoffe brauchen wir nicht. Ist da was zum Lesen? Nein, ich glaube, da war was zum Lesen irgendwo gewesen. Ah, nicht wirklich. Kreideln. Da ist sonst nicht viel. Da herin. Da kommen wir dann zurück. Ich kann gleich mal aufmachen eigentlich da. Das ist dann der Retourweg. Allerdings müssen wir vorher noch über diese Leiter rauf. Und da kommen wir dorthin, wo der Beschwörer war. Und den Hebel wieder zurückstellen. Und wir haben schon. Da liegt er, der Lustige. Wir haben schon mal einen von drei. Ja genau, und da ist jetzt noch ein Schatz versteckt, ein weiterer. Und da muss man dieses nach oben geben, sonst erwischt man den Schatz nicht. Ich zeige euch das. Das muss man unbedingt vorher machen. Genau, und da in so einer Nische, seht ihr schon geradeaus, ist der jetzt zum Vorschein gekommen. Ja, der war nämlich vorher unten. Und wir bekommen einen gelben Diamant. So ein kleiner Diamant in so einer großen Kiste. Ne? Ist ja auch Verschwendung. Gell? Platzverschwendung, wenn es mich fragt. So, dann haben wir da einmal alles erledigt. Haben den ersten Kopf gleich in der Tasche. Gehen da noch rüber und holen uns den. Super, ne? Ein Ziegenkopf. Gut. Pass auf! Ah ja, da kommen wir jetzt wieder. Entfern dich!
Und wir haben den ersten in der Tasche. Genau, und jetzt kommen wir da wieder aus. Jetzt schaue ich da gleich gegenüber, was da ist. Und da schauen wir auch noch über rein. Wer seid das? Wer seid das? Was haben wir da? Ah, Pistolenmunition. Ach Gott, alles, was ich nicht brauche. Was haben wir da? Ja, da ist dann schon das nächste. Das ist jetzt das zweite. Das ist auch eine tolle Sache. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch. Scherzkübel. So. Die würde dir bestimmt super stehen. Ah, da liegt er. Da ist ein kleiner Schlüssel. Wir haben einen. Wir haben wieder einen. Gut. Wir haben wieder einen. Das freut mich sehr. Und jetzt wird's creepy. Ich spring da eigentlich gleich oben. Und sie steht dann unten. Nein, sie steht nicht unten. Sie will mir was zeigen. Sie stellt sich da bewusst her. Schaut mal, was da drinnen ist. Das nächste. Ganz leicht zu übersehen. Nummer 4 von 6. Ja. So kann ich da gleich oben springen eigentlich, ja. Und diese Rüstungen, die werden... Okay? Alles klar, sei vorsichtig. Ja, werde ich machen. Die Rüstungen werden jetzt gleich lebendig. Also ganz, ganz freaky. Freaky creepy. Freaky creepy. Allerdings mit meinem Raketenwerfer ein Schlag, ein Schuss. Und das wird jetzt passieren. Und das Coole daran ist, jede Rüstung lässt da so ein Ding fallen. Diese komischen rosanen Dinger da. Schaut, das ist jetzt ein Schuss, das ist schon geil, ne? Uns ist das gar nicht so, ne? Wir brauchen nämlich einige Stöße, einige Schläge. Haben wir alle? Da kommt nur einer. Ich glaube, einer bleibt stehen. Oh, oder doch alle? Wahnsinn. Und diese Spinellen kriegen wir da. Die lassen. Ja, ja, mir geht's gut. Und die lassen alle so Spinellen fallen. Ist das geil? Da fast alle. Schaut. Es ist echt cool. Ja, ich komm schon. Ich komme. Dein Retter kommt. Schau, die kann da nicht runterspringen. Schau, die kommt da nicht runter. Die raut sich nicht drüber springen. Schaut euch das an. Das war Luschen. Na komm her. Ja, ich bin eh schon da. Mein Gott, na du blöds Mensch. So, na super, na. Mein Gott, na. Stellt sich auch wieder der erste Mensch. So, wir haben 23. Ach Gott, wir haben schon wieder bald am Bad vorbei. Leute. Aber die machen wir nur, die drei. So, und jetzt müssen wir wieder in Teamwork arbeiten. Darum bitte ich dich. Komm daher. Super Sache, ne? Und wir kommen hierher zum nächsten Schatz im Silbersee. Die bewegen sich aber nicht, oder? Und wir bekommen den seltsamen Quader. Könnt ihr euch noch erinnern, ganz am Anfang haben wir da so ein Gerät, wo wir das einsetzen müssen. Und den haben wir jetzt. Und da ist eine Ratte. Haben wir auch schon 1 von 3. Für die nächste Herausforderung. Also Nebenquest, sagen wir mal so. Und sonst, achso, Plätzchen, das weiß ich noch gar nicht. Warte, das muss ich kurz nachdenken. Lass mich kurz überlegen. Aha, das ist oben erst. Das ist oben. Ich bin unten. Das ist oben. Muss ich kurz nochmal raufschauen, wo das war. So, dann sperren wir da mal auf. Jetzt kommen wir unten raus, genau. Das kommen wir unten raus. Und das war da oben. Muss ich nochmal schauen. Hä? Wo war denn das wirklich? Wo war das wirklich? Na, wir werden es finden. Wir werden es finden. Kann, glaube ich, eh nur da gewesen sein. Ah, da. Da. Habe ich vergessen vorher. Sorry. Hier. Ach, das will ich nicht. Das will ich nicht mehr. Wieder ein silbernes Jeton. Ganz tolle Sache. Ganz tolle Sache.
So, dann haben wir schon 2 von 3 Köpfen. Und der dritte, der ist dann da herunten. Ah, da haben wir wieder einen. Da haben wir wieder was. 5 von 6. Und der letzte ist, wenn wir den eigentlich schon geholt, aber ich glaube, den haben wir schon geholt. Der war da nämlich, da war einer, aber ich glaube, den habe ich mir schon geholt. Ja, ja, den habe ich schon geschossen. Da gehen wir kleiner, da zu dem Lustigen. Das machen wir gleich. Jetzt schauen wir mal hier zum dritten. Und hier, das ist das, da ist wieder eine Ratte. Da bleibst du mal ruhig. Hallo. Hallo, sag mal. Sag mal, die rennt immer im Gras, ne? Ah, die ist schnell. Die ist schnell. Sag mal. Musst du ein bisschen mehr. So. Rennst du da vorbei? Die spürt das. Wo ist denn? Wo ist jetzt sie? Ist sie da einer gerannt? Da ist sie. So, 2 von 3. Und jetzt, Leute, auch einer der schönsten Räume im Spiel. Warte, schau noch, ist da auch was? Einer der schönsten Räume im Spiel. Und hier versteckt der Schlangenkopf. Ja. Eine Schlangenstatue. Bekommen wir momentan noch nicht. Müssen wir erst was machen dafür. Schaut euch das an. Ist das geil oder ist das geil? Ha? Ein Speisesaal. Essen? Hier? Nee, danke. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo der letzte ist. Von diesen blauen. Nämlich hier, ganz gut versteckt. Hinterm Vorhang, schaut, da oben. Da ist der letzte. Super, dann können wir das auch abgeben. Kampf der Medaillons 4. Mittlerweile schon. Und jetzt ein Rätsel. Leute, was müssen wir da machen? Ich sag's euch. Ich verrate es euch. Wenn man es nicht weiß, gar nicht so einfach. Ja. Man kann sich hier... Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Na, Arschkala. Ist das ein Kompliment? Na, nicht. Das überlasse ich dir. So. Man kann sich hier oder die Anweisung geben, dass er sich hersetzt, ja. Auf jeden beliebigen Sessel. Überall. Auf beiden Tischen, ja. Allerdings ist er nur eine Möglichkeit die richtige, ja. Eine Position. Eine Sitzposition. Und wie man das macht, das sieht man anhand dieser Bilder. Ja. Wo sie ist, muss sich sie hinsetzen, die Ashley. Und ich muss mich dort hinsetzen, wo er sitzt. Und jetzt muss man sich das Tisch, das Ding ansehen, ja, wie die Gabeln liegen und alles Mögliche. Und im Hintergrund eine Weinflasche und ein Brot liegt da. Ja. Und bei ihr... Ein leeres Glas und ein leeres Teller. Ja? Und jetzt muss man sich das anschauen hier, denn bei jedem schaut die Tischgarnitur anders aus. Ja? Und man muss sich zu dieser setzen, wo das auch genauso ist. Ja? Und in dem Fall ist das erste, das wichtige, richtige hier. Ihr seht das Teller, hinter dem normalen Teller mit dem Besteck ist ein leeres Teller und ein leeres Glas. Und darum muss ich sie hier hersetzen. Jetzt geben wir ihr die Anweisung, Gut. dass sie da hersetzt. Und wir sind der König und hinter uns ist eine Weinflasche und ein Brötchen. Und das ist hier. Ja, seht's? Darum setzen wir uns jetzt hierher und läuten die Glocke. Und sie macht's auch. Und voilà. Das war richtig. Scheint, wir lagen richtig. Weil es schaut bei jedem anders aus. Da ist zwar auch eine Flasche mit Wein, allerdings steht das Glas daneben. Ja? Das ist da nicht der Fall. Ja? Da ist nur eine Flasche. Wo ist auch ein Glas? Ist aber auch ein Glas dabei. Aber das Brötchen nicht. Ne? Das Brötchen ist nicht da. Seht's? Das ist eben nur da. Ja? Also wie gesagt, es ist nur eines, was wirklich so ist wie das Bild. Ja? Und wir sind bei ihm und sie muss sich bei ihr hinsetzen. Okidoki. Dann haben wir das rätsellastige Rätsel auch gelöst. Das rätsellastige Rätsel. Und haben auch die dritte
In der Hand, in der Tasche. Könnte man jetzt eigentlich gleich einfügen, will aber noch nicht. Denn, Moment, lasst mich kurz überlegen. Wenn ich jetzt... Ja, das ist jetzt, glaube ich, ist es jetzt schon eine gute Möglichkeit. Wenn wir jetzt zurückgehen, Backtracking machen, ich meine, das machen wir das nächste Mal, jetzt haben wir eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt das nicht machen würde, wäre sie nicht mehr bei mir und ich kann alleine diesen einen Schatz nicht holen. Da hinten der, wenn man sich nur erinnern könnt, wo war er denn? Der da, ja? Da, der Schatz da, wo die Wand mit Durchbruch ist, da brauche ich unbedingt sie, weil ich verliere sie gleich wieder dann. Sobald ich das einsetze, ist sie wieder weg, ja? Und darum werden wir das jetzt gleich machen. Allerdings gleich heißt das nächste Mal. Denn ich werde eine Partpause machen und sage mal danke, es ist sehr viel geschehen. Wir haben alle drei Köpfe der, dieses griechischen mythologischen Wesens, ja, geholt. Und das nächste Mal setzen wir es dann ein und machen ein bisschen Backtracking. Ja? Und da hoffe ich, ihr seid dann wieder mit von der Partie. Ja, wenn wir dann die Chimäre vervollständigen. Baba, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil Teil 4, dem Remake auf der PlayStation 5. Ciao, bis zum nächsten Mal.